Hi, ich bin Hannah von Tinkerhome und ich habe den neuesten DIY-Trend ausprobiert und habe beleuchtete Pilze gebastelt. Als erstes testet ihr am besten, ob die Lichterkette noch funktioniert. Ich habe schon mal ein bisschen getestet und zwar möchte ich, dass die Pilzschirme später oben auf jeden Fall beleuchtet sind. Und da muss man immer schauen, dass eine LED oben ist. Die einfachste Variante ist, dass man sich hier eine LED oben nimmt und dann den Draht verzwirbelt. Dann ist allerdings der Stiel nicht beleuchtet, sondern hier unten sind zwei LED-Lichter nebeneinander. Bei der anderen Variante schaut man, dass die Lichter so ein bisschen versetzt sind und verzwirbelt das Ganze dann. Dann ist hier oben allerdings ja kein Licht und deswegen nehme ich mir das Stück Draht, biege das einfach nochmal runter und verzwirbel das auch, sodass auch hier wieder eine LED oben ist. Dann kommt der Teil, der ein bisschen schwieriger ist. Und zwar wird jetzt hier einmal an dem Stiel entlang Heißkleber aufgetragen. Und das am besten direkt von mehreren Seiten, sodass der Stiel ummantelt ist. So, und das lässt man dann einfach trocknen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr die Stiele wirklich senkrecht haltet, damit der Heißkleber, wenn nach unten läuft und sich keine Tropfen bilden. Die Pilzschirmchen werden auch einfach aus Heißkleber gemacht. Dafür einfach einen großen Klecks auf das Backpapier geben und auskühlen lassen. Ich habe hier jetzt einen goldenen Heißklebestick mal reingetan, da ich das mal probieren möchte, wie das aussieht, wenn die Schirmchen so goldglitzernd sind. Und für alle, die keine glitzernden Heißklebesticks haben, kann man auch einfach ein bisschen Glitzer drüber streuen und dann auskühlen lassen. Am besten geht es dann doch mit einer ganz normalen Heißklebepistole. Sind die Heißklebepunkte getrocknet, kann man die ganz einfach vom Backpapier entfernen. Einfach so abziehen, dann am besten noch ein bisschen formen, dass die vielleicht nicht ganz so platt sind. Dann kommt hier einfach in die Mitte ein bisschen Heißkleber. Und dann wird das Schirmchen so draufgeklebt. Ich möchte die Pilze jetzt gerne auf einer Holzscheibe dekorieren. Da ich die aber nicht direkt darauf kleben möchte, habe ich mir da eine kleine Unterkonstruktion überlegt. Und zwar habe ich mir einmal Pappe ausgeschnitten und darauf werde ich jetzt aber nochmal Backpapier kleben, damit man die Pilze später auch immer nochmal abziehen kann und für was anderes verwenden kann. Dafür trage ich jetzt einfach hier Heißkleber auf. So, und dann klebe ich das jetzt einfach hier so drauf. Passt, dass ihr euch die Finger nicht verbrennt. Ich drücke das jetzt einfach so mal fest. Dann nehmt ihr euch die Pilze und überlegt, wie ihr die anordnen möchtet. Ich klebe die dann jetzt einfach mit so einem kleinen Heißklebepunkt fest. Ich glaube, der hält sogar so, dadurch, dass das hier so ein LED-Draht ist. Ich habe mir hier ein bisschen Moos besorgt, ein bisschen Heidekraut und ich glaube, das heißt Silberdraht. Ich möchte jetzt so ein bisschen um die Pilze rumdrapieren. Ein bisschen schauen, ein bisschen dazwischen legen, dass man nachher auch das Backpapier nicht mehr sieht. So, und dann arbeite ich mich jetzt einfach Stück für Stück vorwärts. So, ich habe jetzt überlegt, dass ich das Heidekraut hier vielleicht so ein bisschen zwischenstelle. Nehme ich auch wieder Heißkleber natürlich. Drücke das hier einfach da rein. Ich kann es so ein bisschen zwischenstellen, dann kann der Kleber in Ruhe trocknen bzw. auskühlen. Den restlichen Draht lege ich jetzt nochmal hier so ein bisschen runter. Dann ist das Moos nämlich auch richtig schön beleuchtet. So, und jetzt fülle ich dann einfach nur noch die Lücken. Ich mache das hier noch so ein bisschen und platziere das noch an ein paar Stellen. Dann möchte ich euch noch zeigen, wie ihr die Pilze einfach in einem Gesteck feststecken könnt. Dafür knipse ich mir so ein Stück einfachen Draht ab und biege diesen mit der Schmuckzange einmal in der Mitte,
Geht auch ohne Schmuckzange, aber ich finde es mit einfacher. Und dann schaue ich, dass der Abstand immer kleiner wird, dass ich dann so eine Art Klammer habe. Dann nehme ich mir die Pilze und diese Klammern, setze die Klammern so nah wie möglich an den Pilz an und drücke die einfach in das Gesteck. Um keins meiner Videos zu verpassen, abonniere meinen Kanal. Bis bald!